Hallo Freunde der Nacht, da bin ich mal wieder euer Zadum mit einem neuen angespielt und zwar heute von Hammerting. Wir bauen hier eine kleine Bergbaukolonie der Zwerge auf oder generell eine Kolonie der Zwerge. Wir buddeln uns in den Berg rein und bauen dann dort Gebäude sozusagen, aber ihr werdet es gleich sehen. Also ich habe das Spiel das letzte Mal, ich habe extra nachgeschaut, vor einem halben Jahr gespielt. Es kommen immer wieder neue Updates heraus und ein halbes Jahr. Ich bin gespannt, was sich verändert hat. Ehrlicherweise, so richtig kann ich mich auch gar nicht mehr an alles, an alle Einzelheiten erinnern. Ist ja immer ein halbes Jahr. Und in der Zwischenzeit hat man natürlich auch noch das ein oder andere Spiel gezockt. Es ist noch in der Early Access Phase, seht ihr hier in der Mitte stehen und oben habt ihr auch nochmal den Satz. Dieses Early Access Spiel ist noch kein fertiges Spiel und kann sich im Laufe der weiteren Entwicklungsarbeiten noch deutlich verändern. Das Spiel ist seit Oktober 2020 im Early Access und ich verfolge es da regelmäßig und wie gesagt im Mai das letzte Mal gespielt. Wir starten ein neues Spiel. Irgendwo im Mara-Gebirge, auf dem kalten und düsteren Gipfel des Grats Tarum, lässt sich eine Kolonie von Zwergen an einem Ort nieder, an dem lange keine Zwerge mehr gehaust haben. Unterstütze im großen Krieg in der Überwelt die Metis-Liga und ergründe die Geheimnisse eines Berges, der sich in jedem Spiel verändert. Name der Kolonie, ja, natürlich Sahadum. Bergname, ja, können wir ruhig hier Kaltrak lassen. Gegnerschwierigkeit lassen wir den mittleren drin und Feindeswellen. Ja, lassen wir auch mit drin. Sahadum. Feindeswellen lassen wir drin. Hä? Jedes Mal, wenn ich da rausklicke, wird der Name wieder geändert. Dann lassen wir es mal so und klicken dann nur auf Start. Berggröße machen wir klein. Das reicht, glaube ich, aus. So, jetzt zum 10. Mal hier Sahadum reingehämmert. Ich hoffe, das bleibt jetzt. Wir starten. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Mach Kaltrak. Sahadum. Passt alles. Neues Spiel. Geht los, Leute. Wer das übrigens noch nie kennt, bei mir angespielt. 1 bis 2 Stunden. Wir hören auf, wenn es uns am meisten Spaß macht. Los geht's. Ja, das klappt hier irgendwie nie mit dem Namen ändern, dann ist es halt so. Willkommen im Berg. Du kontrollierst eine Kolonie von Zwergen, die versuchen, im Berg Fuß zu fassen und ihre Fraktion im großen Krieg zu unterstützen, der in der Überwelt tobt. Dazu musst du graben, abbauen, bauen und herstellen. Baue einen Steinbruch und erkunde den Berg, bis du ausreichend Bergweisheit gesammelt hast. Ach ja, Bergweisheit, damit betreibt man dann Forschung, um das Wissen der Metallurgie zu entwickeln und eine kleine Gießerei zu bauen. Führe weiter Handel, erkunde die Höhlen und erlange neues Wissen, um weiter voranzukommen. Wir werden das Tutorial nicht überspringen. Wir machen das einfach mal weiter. Obere Liste, ja, Status deines Bergheims einsehen, geht klar. Wir haben verschiedene Sachen. Wissen, Logbuch, Hauptbuch. Oberweltkarte konnte man hier auch öffnen. Aha. Sehr gut, sehr gut. Hier sehen wir die Münzen, wie viel Weisheit wir haben. Wie gesagt, mit der Weisheit. Es gibt Bergweisheit und Handelsweisheit. Damit kann man dann neue Technologien freischalten. Das ist die Zeit. Mit Leertaste kann man das Tempo kontrollieren. Datum. Ja, das ist irgendein Zwergenkalender anscheinend. Habe ich keinen Dunst, Leute. Hier findest du die Buttons für das Buch der Things, wo du mehr über das Spiel lernen kannst und das Hauptmenü, okay. Und hier unten Aktionsmenü, wo wir halt buddeln, Räume bauen, verschiedene Infrastruktur hinzimmern können. Das werden wir dann aber alles erst sehen oder generell sehen, wenn wir weiter im Spiel voranschreiten. Aha, und hier rechts hat man dann die Übersicht der Räume, Missionen und Benachrichtigungen. Alles klar.
Zieh aus. Vom Eingang her nähern sich Schritte. Dein Abenteuer beginnt. Erweitere dein Bergheim und hilf deinen Verbündeten in der Überwelt. Ein kleiner Vorschlag: Wenn du einmal nicht weiter weißt, folge den Höhlenmissionen in der Übersicht. Mögest du stets reiche Schätze finden. Viel Glück. Geht los. Da kommen unsere Zwerge an. Schon mal Bergweisheit gesammelt. Ich zeige euch mal, wie groß das ist. Denkt dran, wir haben hier nur einen kleinen Berg ausgewählt. Wahnsinn, oder? Das ist ein kleiner Berg. Also hier hat man extrem viel zu tun in dem Game. Und das ist auch gut so. Untätige Zwerge, veraltete Ausrüstung. Zwergen kann man auch Ausrüstung geben. Es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Womit fangen wir an? Stand nicht da, dass wir irgendwas machen sollen? Kleine, genau hier. Stein aus Stein. Baue kleiner Steinbruch. Machen wir. Räume. Kleiner Steinbruch. Mehr können wir es im Moment auch nicht bauen. Ich würde sagen, wir bauen den hier rechts daneben. Auf geht's. Zweimal Granitblöcke. Das ist neu, dass die hier solche Emojis von sich geben. Das kenne ich noch nicht. Hier unten hat man einen Fortschrittsbalken. Dämmerhöhlen wurden entdeckt. Aha. Und wir sind in Moch Kaldrak eingetroffen. Schön, schön. Das hätten wir fertig. Die nächste Mission stellt 10 Granitklumpen her. Dann geht man hier drauf auf das Gebäude und sagt, stellt mal bitte 10 von diesen Teilen her. Machen wir auch. Wir können ruhig schon mal ein bisschen was mehr herstellen. Dann rennt jetzt ein Zwerg hier hin und arbeitet hier. 3 Zwerge hatten wir, oder? Ja. Man kann natürlich auch den Zwergen verschiedene Befehle geben, beziehungsweise was sie halt machen sollen. Wir gucken uns das mal an. Hier hat man die verschiedenen Fähigkeiten der Zwerge drin, Bewegungstempo, die verschiedenen Eigenschaften, wo er am besten ist. Milizionär ist er damit am besten. Ausrüstung, also es gibt wirklich extremst viel hier in dem Spiel. Und schaut mal, da kommt schon der erste Gegner oder die ersten 2 Gegner. Die sind bekämpft worden und auch besiegt worden. Granitklumpen müssen weiterhergestellt werden. Jawohl, macht er auch. Ab und zu kommen halt diese grünen Monster an. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Monster. Die werden dann auch immer stärker im Laufe der Zeit. Blutendes Atrium zerstören und grüner Schleim zerstören. 2 von 10 haben wir schon zerstört. Eine Überweltmission sollen wir annehmen. Können wir auch machen. Die Überwelt. Willkommen in der Überwelt. Diese Welt wird von anderen Völkern als Zwergen bewohnt. Dein Bergheim ist umgeben von Königreichen der Menschen und Kriegsstämmen der Orks, die unaufhörlich versuchen, ihr Territorium zu vergrößern. Treibe Handel oder erfülle Missionen, um deine Beziehung zu diesen Fraktionen zu verbessern. Machen wir. Hatten wir das nicht schon jetzt hier? Naja, das hatten wir schon. Oh, das hat sich aber auch komplett geändert. Man hat eigentlich die gesamte Welt gesehen gehabt. Jetzt sieht man nur noch einen ganz kleinen Ausschnitt. Hier liegt das Sägewerk namens Wortorp. Hinterlass einen guten Eindruck, indem du mit ihnen Handel treibst, um Handelsweisheit zu verdienen
und neue Orte zu erkunden. Das hat sich ja komplett verändert hier. Das ist das Ortsfenster für Wurtorp. Von hier aus kannst du Waren kaufen und verkaufen oder Missionen annehmen. Jetzt sieht man sogar die Mannstärke, die Macht von denen. Aha. Was wollen die denn? Beschaffe Handelslevel. Das Tutorial würde uns schon sagen, wie das geht. Hier findest du Details zum jeweiligen Ort, zum Beispiel die Gesundheit, Befestigung des Ortes oder einen Handelslevel mit dem Ort. Jeder Ort ist Teil einer größeren Fraktion. Wurtorp gehört zu den Königreich Vendar. In diesem Bereich findest du Statistiken zur jeweiligen Fraktion. Aha. Mannstärke und Macht werden von allen Orten unter demselben Banner geteilt. Wenn die Fraktionen genügend Ressourcen gesammelt haben, schicken sie Armeen aus, um ihre Feinde zu bekämpfen. Am schwarzen Brett werden aktuelle Ereignisse an diesem Ort aufgeführt. Hier wird aufgeführt, was du an diesem Ort kaufen und verkaufen kannst oder welche Missionen verfügbar sind. Wenn du mit einem Ort Handel treibst, siehst du hier, welche Gegenstände gerade gehandelt werden. Zieh in die Welt. Die Welt wartet. Es wird Zeit, dass du gemeinsam mit deinen Mitzwergen die Botschaft von eurer Kolonie verbreitest. Wage dich aus den steinernen Hallen hinaus, um Ruhm und Reichtum zu erlangen und Verbündete zu finden oder dir Feinde zu machen. Für Stein und Stahl lass die Welt von den Zwergen von Kret Langness wissen. Alles klar. Handelslevel, ja, und wie machen wir das jetzt? Mission. Müssen, schätze ich mal, irgendwie nur mit den Handeln, oder? Können wir denen irgendwas verkaufen? Wir testen das mal. Wir haben ja ein paar Granitklumpen. Vielleicht erhöht das ja dann den Handelslevel. Wenn wir durch den Kauf oder Verkauf von Waren unsere Handelskontakte zu diesem Schauplatz verbessern, erhalten wir Handelsweisheit und entdecken neue Lande, die jenseits des Schauplatzes liegen. Aha. Ja, kommt, wir verkaufen Granitklumpen. Mal gucken, was das bringt. Verkaufen mal 10 Granitklumpen. Die müssen jetzt abgeholt werden aus unserem Bergheim. Hier einen Tooltip zu Kampf. Da kommen jetzt Zwerge und die liefern das jetzt wohl dorthin, oder wie? Ja, transportiert Gegenstände dahin. Dürfen gespannt sein, ob das jetzt erhöht wird, aber ich denke schon. Gut, es ist halt nicht viel, ne? Ach du grüne Neune. Das ist wirklich nur minimal. Ihr seht das hier. Der grüne Balken muss wahrscheinlich ganz rechts sein. Ja, vielleicht kommen ja dann irgendwann noch andere Missionen, wo mir das dann beschleunigt wird oder die verlangen halt vielleicht irgendwas von uns. Ansonsten müssen wir ab und zu mal vorbeischauen hier und denen zum Beispiel Granitblöcke verkaufen. Ja, mal gucken. Gehen wir wieder zurück in unseren Bergheim und bauen hier Granit. Blöcke. Dazu brauchen wir zwei Granitklumpen. Wir haben ja 10 Granitklumpen gerade verkauft. Ja, mit Strong kann man das. Mit Shift um 5, mit Strong um 20. Ja, wir. Das ist ein bisschen viel, oder? So, und dann noch ein paar Granitklumpen. Ne, Blöcke. Fertig. Und dann werden die Granitblöcke verkauft und dann werden wir schon so langsam
dieses Handelsabkommen da vielleicht erreichen mit denen. Wissen ist verfügbar. Das ist der Technologiebildschirm. Da kommt das alles so riesig vor. Aber vielleicht ist es für das Angespielt gar nicht mal schlecht. Man könnte das alles ein bisschen kleiner skalieren lassen. Aber wir lassen es mal so. Wissen. Bergweisheit, Handelsweisheit. Was können wir uns denn schon leisten? Wir haben 8 Bergweisheit. Höhlenfischen, Angelsteg. Aha. Unterirdische Landwirtschaft, damit wir zu essen haben. Unsere Zwerge brauchen natürlich auch Essen und Behausung. Ist natürlich auch wichtig. Das kostet aber Handelsweisheit, haben wir nicht. Eine Schmiede wäre natürlich auch essentiell, aber ich denke, wir werden erstmal Landwirtschaft machen, dass wir uns was zu essen leisten können. Das ist instant erforscht und jetzt müssten wir auch ein landwirtschaftliches Gebäude bauen können. Kleiner Steinbruch, ja hier. Ein Höhlenbauernhof, Granitbrocken und zerstoßener Granit. Kann sein, dass wir noch ein paar Ressourcen über hatten oder mit ein paar Ressourcen hierher gekommen sind oder ein paar Ressourcen hier vorrätig waren. Müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt hier bauen können. Anscheinend ja. Dann bauen wir den direkt hier daneben, vielleicht ein bisschen Abstand. So. Es fehlt natürlich. Granitbrocken und zerstoßener Granit. Granitbrocken ist wieder was anderes als Granitblock. Aha. Stellen wir auch nochmal 5 davon her. Da brauchen wir Granitklumpen. Die werden ja schon gerade hergestellt. Ein paar Zwerge haben nichts zu tun. Die schlafen jetzt halt hier draußen. Wir haben noch keine Behausung erforscht. Wir können den einzelnen Zwergen aber auch ein paar Befehle geben, dass sie doch mal ein bisschen was erkunden sollen. Abbauen können die Zwerge natürlich auch. Das war... Wo konnte man das machen? Hier abbauen. Schaut mal hier. Stöbern. Da liegt irgendwie eine alte Ritterrüstung, beziehungsweise vielleicht sogar ein Körper da drin. Mal gucken, was wir da finden. Da kommt auch schon ein Zwerg an und der wird jetzt hier drin stöbern. Nö, der baut natürlich erstmal ab. Wie gesagt, irgendwo gab es auch noch eine Übersicht, wo man dann die Reihenfolge hinterlegen konnte, mit was die zuerst machen sollten. Ach, hier Prioritäten festlegen. Nö, das war das nicht. Das war eine andere Statistik. Jetzt haben wir nicht gesehen, was er da rausgeholt hat. Scheibenkleister. Aber das Gebäude ist... Nee, auch noch nicht fertig. Saat und Ernte. Tonnenhut und Wasser sollen wir produzieren. Da gibt es halt... Finde ich bei solchen Spielen immer ganz nett. Also wir lesen uns das jetzt hier nicht alles durch. Also ich werde das nicht machen. Aber um das... Spiel erstmal zu verstehen, hat man dann halt hier diverse Tooltips, diverse Sachen, die erklärt werden. Finde ich immer ganz gut. Dadurch, dass wir es halt schon vor einem halben Jahr mal gespielt haben, ist das ja kein Thema. Getränkemangel. Ja, wo kriegen wir Getränke her? Ich glaube, hier in der Landwirtschaftsbude war das. Wir brauchen halt erstmal die Granitbrocken und die zerstoßenen anderen Sachen. Das dauert halt alles seine Zeit. Wir werden das mal die Granitblöcke ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, man konnte ja das nach oben schieben auch. So wird ein Schuh draus. Dann später gibt es auch noch größere Steinbrüche.
Stein aus Stein haben wir abgeschlossen. Man kann seine Zwerge auch leveln. Ihr seht hier ein Plus. Wir klicken mal auf den Zwerg drauf. Das ist übrigens eine Zwergenfrau, glaube ich. Hier sieht man die Erfahrungspunkte, die es nach oben gehen. Ich suche gerade, wo war das? Aha, Talentbaum, genau. Stufe 1. Also sie ist besonders gut. Zwergenfertigkeiten generell. Erkenntnis, Robustheit. Was heißt denn Erkenntnis? Dass wir die Erkenntnis bei ihr noch weiter hochschrauben. Das wäre schon eigentlich ganz nett, oder? Wortgewandt. Durch sorgfältiges Studium hat dieser Zwerg den klugen Umgang mit Worten erlernt, wodurch er andere besser beeinflussen kann. Nehmen wir das mit rein. Ach ja, das baut sich dann so auf. Zum Beispiel Beobachtungsgabe, dann kann man hier Steinmetzlehrling und so weiter dann als nächstes erlernen. Der zweite, Weisheit. Haben wir etwas, wo die Weisheit nach oben geht? Hier zum Beispiel sparsam. Weisheit plus 2. Nehmen wir mit hoch. Fertig ist die Laube. Das ist fertig. Wir haben Getränkemangel. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall hier ein paar Wasserschläuche produzieren. Hier hat man eine gewisse Fruchtbarkeit, die nimmt halt ab, je mehr man dann hier produziert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die trinken werden. Wir werden mal 20 herstellen. Geht einer arbeiten? Ja. Hier wird nichts weiter hergestellt, aber die könnten ruhig immer weiter produzieren. Granitblöcke, Granitsäulen hatten wir noch gar keine hergestellt. Stellen wir auch mal 5 her. Wir müssen ja versuchen, mit der Oberwelt da zu handeln. Wassertonnenhut müssen wir auch. Haben wir auch eine Mission hier. Die Höhlenmissionen sind immer ganz praktisch. Da wird man so ein bisschen angeleitet. Hier gibt es aber gar keine Tonnenhüte. Wo stellen wir denn Tonnenhüte her? Da werden wir sicherlich noch mehr erforschen müssen. Das sind Räume. Wir können übrigens auch. Ach, das ist auch neu. Landschaftsbau. Schaut mal. Tonnenhutpilze sehen. Düsterweizen sehen. Das war vor einem halben Jahr alles noch in diesen Landwirtschaftsgebäuden drin. Jetzt muss man das anscheinend irgendwie anders machen. Fruchtbare Erde. Okay. Wir werden hier erstmal ein bisschen noch den Untergrund bearbeiten, dass wir das hier alles ein bisschen begradigen. Baue das mal bitte ab. Der linken Maustaste wird das dann hier schön begradigt. Also ich finde es entspannt, das Spiel. Schon vor einem halben Jahr. Oh, schaut mal, hier gibt es auch irgendwas. Stöbert mal in den Säcken. Man hat natürlich auch Nebel des Krieges hier überall. Das ist abgebaut worden. Ich glaube, das war Kupfer. Ja, genau. Stellt mal noch ein paar von diesen Säulen her. Müssen wir uns mal angucken, ob wir denn die Säulen ganz gut losbekommen hier. Also Granitblöcke am besten. Granitsäulen sind noch mit am teuersten. Verkaufen wir mal gesamten Vorrat an Granitsäulen.
Bis jeden Moment hier ein Zwerg wieder rauskommen. Da ist er. Der gute Hyde. Scarp Fuende. Oh ja, schaut mal. Da haben wir instant gleich ein neues Handelslevel. Beschleunigte Expeditionen begonnen. Was ist das? Die jüngsten Entwicklungen haben das Bergheim vor eine neue Aufgabe gestellt. Beschleunigte Expeditionen. Lasst uns nicht zögern, diese wichtige Mission abzuschließen. Müssen wir uns gleich mal angucken. Handelslevel 1 haben wir doch aber geschafft. Oder? Ach, 1 von 3. Das bedeutet dann, wenn man 3 von 3 hat, ist 1 abgeschlossen. Das ist auch ein bisschen komisch gemacht. Ich finde. Einfache Laterne. Wir sollen eine einfache Laterne liefern. Haben wir jetzt einen permanenten Verkauf eingestellt von den Sachen? Nö. Ein paar Granitsäulen werden wir sicherlich dann später auch noch benötigen. Granitblöcke. Naja, gut. Wir müssen erstmal ein paar Sachen herstellen, dass wir dann mit denen ordentlich handeln können. Ich fand das andere System, dass man alles hier drin herstellen konnte, besser. Bin ich ehrlich. Weil jetzt ist das ein bisschen, naja, ein bisschen mehr Micromanagement, wenn man jetzt hier irgendwo fruchtbare Erde erst noch hinzimmern müssen. Wir testen das mal mit dieser fruchtbaren Erde. Das Ding ist, wir müssen ja dann noch weitere Gebäude bauen. Wie wollen wir das machen? Dass wir uns vielleicht hier unten reinbuddeln und dann so eine Untergrundfarm hinzimmern? Oder wollen wir sagen, hier rechts bauen wir das ein bisschen hin? Bisschen schwierig. Oh ja, hier Steintruhen. Denn später hat man ganze Lagerräume, am Anfang aber leider noch nicht. Als Steintruhen brauchen wir auf jeden Fall. Wir werden uns erstmal so einen kleinen Lagerraum hineinzimmern hier. Dass wir hier unten eine Treppe entstehen lassen. Steintreppe, genau. Baut hier mal eine Steintreppe bitte hin. Ressourcen sind genügend da. Gewölbe benötigt. Das Bergheim quillt über vor Münzen. Für gewöhnlich wäre ein gewaltiger Bergschatz etwas Gutes, doch wenn man zu viel Gold hat, wird ein Teil davon vergeudet. Vielleicht fällt es euch durch die Ritzen des Mochkaltrak und gelangt so in die Taschen von Zwergen oder es wird von Schleimen gefressen. Wer weiß. Baue ein Gewölbe, um das maximale Limit des Bergschatzes zu erhöhen. Wir können halt leider noch kein Gewölbe bauen, oder? Nee, können wir nicht. Das müssen wir erst erforschen. Dazu brauchen wir Bergweisheiten. Bergweisheiten bekommt man, indem man den Berg halt erkundet. Oh oh, da hat das weggeklickt. Ich wollte die Priorität erhöhen. Ging nie. Baut jetzt hier so eine Steintreppe rein.
Da muss man übrigens aufpassen. Ihr habt es gerade gesehen, der ist ja an der Wand hochgeklettert. Das funktioniert nur bedingt. Also man hat dann auch tiefe Schluchten. Und wenn man da reinstürzt, kann es auch passieren, dass sie dir dann verhungern, die Zwerge. Jetzt wird die Treppe bald fertig. Hier sollen sie mal noch ein paar Granitsäulen bauen. Granitklumpen werden auch immer wieder benötigt. Die sollen schon ein bisschen was zu tun haben, die guten Zwerge. So, und jetzt bauen wir hier, das ging eigentlich ganz gut, diese Steintruhen rein. Ja, machen wir so. Ach ja, da war ja was. Brauchen wir Kupferbohren dazu. Ihr seht, man muss halt die Bergweisheiten sammeln, dass man hier vorankommt. Beziehungsweise die Höhlenmissionen abschließen. Tonnenhut. Wir könnten hier so eine kleine Farm errichten, ein bisschen weiter weg. Mal gucken, wie das mit dieser fruchtbaren Erde funktioniert. Müssen wir das dann austauschen oder wie funktioniert das? 6, 7, 8, 9, 10. Da haben wir ein Feld, ein fruchtbares Feld von 10 Plätzen. Wie gesagt, ich habe das auch noch nie gemacht mit diesen Tonnenhüten. Da konnte man die meines Erachtens hier in dieser Form herstellen. Wir werden als nächstes dann auf jeden Fall die Metallurgie erforschen, damit wir Kupferbohren herstellen können. Oh, Schleime. Die sind noch relativ easy. Unsere Zwerge haben aber auch ein bisschen HP verloren. Das war die Truhe. Große Bergheimtruhe hier. Die halt übervoll ist mit Münzen. Kuchen, Mull, um Gesundheit wiederherzustellen, Granitblöcke. Das ist alles so die Sachen, die wir hier gefunden haben, beziehungsweise die wir mitgebracht haben, hier in den Berg hinein. Das scheint eine ganz schöne Arbeit zu sein hier mit dieser fruchtbaren Erde. Nun mach schon. Schwerstarbeit für die Guten. Ja, helft denen mal bitte. Damit wir diese 5 Tonnenhüte sehen können. Ich hoffe, wir können das mit Shift dann festmachen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Warte auf einen Tonnenhut. Na klasse, die müssen wir erstmal irgendwo finden. Ja, das heißt, wir müssen den Berg weiter erkunden. Hier wird es nämlich schon eng. Da müssen wir uns reinbuddeln. Und je größer unser Territorium wird, umso wahrscheinlicher ist halt natürlich auch ein Angriff dann von diesen grünen Schleimmonstern. Deshalb habe ich es eigentlich dann immer so gemacht. An solchen Engstellen hier fände ich es ganz gut, wenn wir zum Schutz so eine Ziegelmauer hinstellen. Ziegelmauertür. Die könnte mal hier hinbauen. Ah, so, dass wir das Kupfer da oben vielleicht noch abbauen können. Genau. Und die hält die dann erstmal auf. Die Gegner.
Natürlich nicht für ewig, aber so lange, bis dann unsere Zwerge dorthin entsendet worden sind. Weil wenn die Schleime einfach so reinrennen, dann zerstören die auch die Gebäude von uns. Hier wäre noch ein ganz guter Platz. Ich muss mal schauen, wo das war, dass wir aus der Arbeitsmarkt her. Hier kann man sagen, was die machen sollen. Steinmetz, handeln, transportieren. Das können wir eigentlich alles erstmal so lassen. Also am Anfang geht, ist das alles noch übersichtlicher. Aber dann später, wenn man ein paar mehr Zwerge hat, dann sollte man das unbedingt ja, in Auftrag geben. Wer denn was zu tun hat? Talentbaum. Oh, Weisheit ist bei dem schon ganz schön hoch. Wir werden mal bei dem Robustheit und Weisheit mit unterstützen, weil wir haben noch keinen Freibauer. Die Tonnenhüte findet man, glaube ich, hier. Hier, schaut mal da. Oh, da ist auch ein Gegner. Bekämpft den erstmal. Ziegelmauer-Tür wurde gebaut. Die andere muss noch gebaut werden. Zwerge ziehen aus zum Kämpfen. Granitsäulen. Baut mal weiter Granitsäulen. Ach du grüne Neune. Schaut mal, was sind das für ein Monster? Das habe ich noch nie gesehen. Wir gewinnen, aber ihr seht schon, das wird. Ist ein größerer Kampf gewesen. Holt mal hier die Tonnenhüte ab. Der hat sich Mull geholt, um 350 geheilt, weil er ein bisschen was eingesteckt hat von dieser. Ich schätze mal, das war eine fleischfressende Pflanze oder sowas. Sehr gut. Jetzt werden hier diese Tonnenhüte gepflanzt. 2 von 5 haben wir schon fertig. Bergweisheit ist auch gestiegen. Ich glaube, 7 kostet das. Das nächste, war das so? Ja, Metallurgie 7. Imkerei gibt es ja noch. Schaut mal, was es da noch alles gibt. Also, ist schon genial gemacht. Vor allem, wenn es dann später darum geht, Waffen zu schmieden und es ist schon. Richtig, ja, kompliziert will ich jetzt nicht nennen, aber es ist umfangreich, extrem umfangreich. Brauchen halt diese Schmiede, weil wir Kupferbaum brauchen für die Truhen. Krabbenfleisch, aha. Wo bekommen wir eigentlich dieses Gewölbe? Kleines Gewölbe. Auch mit hier mit der Metallurgie. Einen Tonnenhut brauchen wir noch, sehe ich das richtig? Aber hier liegen doch genügend Tonnenhüte rum, dann sammelt die doch mal ein, bitte. Dann wird das auch mit der Mission klappen. Die wachsen dann hier einfach so, aber denke mal, die werden doch noch größer werden, oder? Oder können wir die jetzt schon pflanzen? Also ernten. Da gab es noch einen Tonnenhut. Gab es hier drüben auch noch Tonnenhüte?
sind da oben. Da müssen wir uns nach oben bauen. Sollten wir sowieso irgendwann mal in Angriff nehmen, aber wir werden erstmal hier das Stück ausbauen. Und uns auch hier unten so eine Halle mit Steintruhen setzen. Ich glaube, das hat jetzt gezählt als Herstellen. Testen das mal, ob die das jetzt hier schon ernten können. Das zählt aber nicht als geerntet. Habt ihr gesehen, das ist jetzt hier nicht auf 4 von 5 hochgestiegen. Die werden bestimmt erstmal sicher hier noch ein bisschen wachsen müssen. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Dann erkunden wir einfach den Berg hier drüben noch ein bisschen. Um noch Bergweisheit zu generieren. Wir brauchen ja nur noch zwei Bergweisheit, dann haben wir die Metallindustrie instant. Ja, du kannst ruhig noch ein bisschen weiterlaufen. Ein einzige Bergweisheit brauchen wir nur noch. Ach, kommt schon. Hier müssen wir uns durchbuddeln. Können wir ja machen. Da unten gibt es auch irgendwas. Dann haben wir bestimmt die 7 Bergweisheit zusammen. In der Zwischenzeit gehen wir mal in die Oberwelt und verkaufen noch ein bisschen was von den Sachen. 3 von 3 Handelslevel. Müsste ja dann aber bald mal abgeschlossen sein. Die Mission. Eine einfache Laterne können wir halt noch nicht herstellen. Ich glaube, das geht dann auch in der Schmiede. Verkaufen wir einfach noch ein bisschen was. So. Kauf 10 von diesen Granitsäulen. Fertig ist die Laube, hoffe ich mal. Der schafft das Zeug jetzt hin, oder? Ja, der holt die Granitsäulen und schafft die da raus. Eine einzige Weisheit brauchen wir noch. Dann können wir uns diese Metallurgie leisten. Ich denke, wenn wir uns hier durchgegraben haben, jawohl, schaut mal, da bekommen wir eine Weisheit dazu. Die Loren werden wir jetzt noch nicht plündern. Wir wollen erstmal abwarten, bis wir dieses Gewölbe bauen können. Erstkontakt abgeschlossen. Sehr gut. Das ist die Oberweltmission gewesen. Jetzt haben wir nur noch einfache Laterne. Handelslevel 1 von 6. Jetzt brauchen wir 6 von diesen Stufen hier, um das dann, wie es scheint, wieder um 1 zu erhöhen. Geht seinen Gang. Dann gehen wir wieder in unseren schönen kleinen Berg. Wir brauchen hier Granitklumpen. Stellt mal ein paar Granitklumpen her. Wasser sollte man noch genügend da haben. Ja, das reicht noch eine Weile. Und dann bauen wir auf die Seite. Ja, doch. Können wir hier machen. Bauen wir unsere Schmiede. Ja, wir müssen sie natürlich erstmal erforschen. Hier. Schwupps, und jetzt können wir sie bauen. Ein großes Gewölbe sollen wir noch bauen. Baue 4 Kupfererz ab. Wir haben schon einiges an Kupfererz abgebaut, aber wir können das jetzt hier nochmal in Angriff nehmen. So. Tiefe erkunden ist abgeschlossen. Rechtschaffener Wohlstand. Blibla blub.
Man muss, finde ich, ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Überblick verliert. Wir bauen erstmal, weil man kann ja dann auf einmal immer zwei, drei Gebäude mehr bauen, mehr Infrastruktur und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge. Wir müssen das nach und nach alles errichten. Erstmal eine kleine Gießerei, damit wir die an diesen Kupferbahn kommen. Und ihr seht schon, das ist eine kleine Gießerei, was das für Dimensionen hier annimmt. Könnten die so hinbauen hier. Oder wir verlagern das Ganze ein ganzes Stück nach unten. Könnten wir auch machen. Aber ich fände es besser, wenn wir hier erstmal ein bisschen was noch ausgleichen. So müsste es gehen. Und dann bauen wir hier diese kleine Gießerei hin. Ordnung muss sein. Tonhüte. Ja, wachsen die Dinger denn nun? Nicht sicher. Das hat schon vor einem halben Jahr immer eine ganze Weile gedauert, weil die können immer nur einen Granitblock schleppen. Und ihr seht das, ja, muss halt alles einzeln jetzt dahin bewegen. Dann fängt er erst an zu bauen. Jetzt holt er wieder den nächsten und so weiter und so fort. Aber es ist schön, ein schönes Spiel, was einen so ein bisschen entschleunigt, finde ich. Und man entdeckt immer wieder was Neues. Neue Gegner, neue Schätze, neue Räume, die man bauen kann. Es hat so dieses Potenzial, ach, nur noch eine halbe Stunde, ach, jetzt noch, bloß noch dies fertig machen, nur noch das, diese Mission noch. Und naja, ihr wisst schon. Aber das finde ich halt wirklich richtig schön bei solchen Spielen. Wissen verfügbar. Ja, das hatten wir schon ausgegeben, denke ich. Handelsbeziehungen könnten wir jetzt noch erforschen. Aber ja, das ist halt wieder das, was ich gerade vor ein paar Minuten sagte. Man muss halt aufpassen, dass man sich ja nicht übernimmt mit den Gebäuden. Wir machen das peu à peu. Stück für Stück wird das hier alles zurechtgezimmert. Darf halt auch nicht vergessen, wir haben nur drei Zwerge. Wir haben ja noch nicht mal Behausung für die. Was unmögliche Befehle. Ja, weil die das zerstoßene Granit fehlt, denke ich mir. Dann stellen wir einfach noch ein paar von den Teilen her hier. Saat und Ernte abgeschlossen. Anscheinend wurden die jetzt hier geerntet. Aha, das wird dann immer wieder erneuert, anscheinend, dieses Feld. Gut, dass wir da noch fünf hergestellt haben. Schlagt in die Erde abgeschlossen. Schön, das kommt nochmal ordentlich Bergweisheit. So, dann Ernte ist abgeschlossen und die erste Gießerei beginnen, machen wir. Wir wollen ja nur den Weg ein bisschen ebnen. Da fehlt es jetzt an Granitblöcken. Das hier kann man eigentlich permanent was reinstellen, damit das dann hier gebaut wird. Granitklumpen brauchen wir dafür. Ebenfalls Granitklumpen. Ich befürchte, es fehlt an Granitklumpen. Ja. Dann stellt man ein paar Granitklumpen her, Leute. So Zwerge können auch wieder geupgradet werden. Wo sind die denn überhaupt?
transportiert Gegenstände. Ach, die Leertaste war natürlich drin. Dann können sie nichts machen. Dann gucken wir mal, was wir denn für die hier noch machen können. Also Talentbaum. Stufe 2. Wieso können wir jetzt hier noch nichts machen? Wir hatten Erkenntnis mit denen genommen. Dann könnte man das eigentlich noch hier für den machen. Der hat ja schon eine ganze Menge Erkenntnis. Dann machen wir so ein paar Spezialisten ein bisschen draus. Und jetzt fehlt noch die gute Unhild Kneispelz. Da hatten wir gesagt Weisheit. Da ist sie schon ganz gut. Grimmigkeit. Hat sie auch eine Menge. Oder gibt's nichts? Da könnten wir noch einen Freibauer aus ihr machen. Oder wir sagen Erkenntnis. Hat sie auch immerhin 4 und Zwergenfähigkeit 4. Ja. Geben wir ihr das noch mit. Hier wird gebaut. Wie viel Wasser haben wir? Könnten wir auch mal wieder ein bisschen was herstellen. Das wird permanent immer wieder angebaut. Das ist okay. Und dann werden wir uns jetzt mal um diese Gießerei kümmern, die wir hier hinsetzen wollten. Sechs Granitblöcke. Ja, die werden dann schon noch hier hergestellt. Dauert halt bloß einen Moment. Wir brauchen erstmal diese Granitklumpen dafür. Wahrscheinlich werden die uns dann wieder ausgehen, oder? Ein paar haben wir, aber da, ihr seht ja schon, wie viel da schon reserviert sind. Also ein permanentes Bauen ist eigentlich unabdingbar. Zwei arbeiten, einer in der Landwirtschaftsbude, der andere im Steinbruch. Und dann wird der dritte auch noch bauen in der Gießerei, irgendwas herstellen müssen. Das ist schon eine ganze Menge zu tun, was die Zwerge haben. Ziegelmauer wird angegriffen. Wo? Hier. Dann schickt unsere Zwerge mal hin. Es sind sogar schon welche durchgekommen. Von wo sind die denn gekommen? Eigentlich sollte die ja aufhalten. Ja, und jetzt den da noch. Aber ihr seht schon, die Ziegelmauer hält einiges aus. Sehr gut. Einfache Laterne, ja, ja. Wir brauchen erstmal diese einfache Gießerei hier. Funktioniert das mit der Priorität? Der rechten Maustaste vielleicht? Ich will jetzt nicht nochmal mit links hier draufklicken, weil ihr habt es ja vor uns gesehen. Da fliegt das dann weg. Naja, wir lassen das mal lieber. Wir werden dann auf jeden Fall noch so eine Mission hier annehmen, aber wir wollen erstmal die Gießerei fertig kriegen, um zu schauen, was wir denn dann überhaupt brauchen für für die Laterne. Eine einfache Laterne war das. Hier in Von Torp, glaube ich, genau. Ich liefere eine einfache Laterne. Hier die Gegend können wir auch mal ein bisschen erkunden. Zwerg sollte hinkommen. Und auch wieder zurückkommen dann. Hier fehlt es an Granitblöcken. Jetzt sind Granitblöcke ausreichend da. Weisheit wieder bekommen.
geht's immer weiter. Was ist das eigentlich hier? Killerpflanzenbeere. Das ist von dieser fleischfressenden Pflanze anscheinend. Jetzt macht mal hinne hier, dass die kleine Gießerei fertig wird. Dann braucht man ein Gewölbe. Und die Behausung. Wo werden wir die hinbauen, Leute? Ich würde sagen, hier unten vielleicht. Da haben wir anscheinend auch noch ausreichend Platz. Also hier rechts wollten wir die Truhen hinbauen. Oder wir sagen, wir bauen die Behausung hier oben hin. Aber das ist ein bisschen knifflig. Dann müssten wir hier irgendwie wieder so einen. So einen Ziegel. Wie sagt man? So einen Ziegelboden herstellen. Ich denke, wir werden uns hier unten reinbauen. Schaut mal, hier gibt es auch noch irgendeine Höhle. So, geht das jetzt los hier mal? Nö, noch nie. Doch, jetzt. Aha, hier. Ich habe mich gerade gefragt, wer das jetzt hier baut. Hier, der. Die gute Unhild. Balse, Unhild und wie heißt die andere? Heid. Ein Mann, zwei Mädels. Geht los. Den können wir upgraden. Der hat richtig viel Weisheit. Dann geben wir den auch nochmal hier das hier. Sparsam. Hä? Ach nee, das ist gar nicht das Plus. Das ist irgendwas anderes. Erfüllt Bedürfnis nach Ziegelmauer durch Granitblock. Ach, der repariert jetzt die Ziegelmauer oder was? Ja, der hat das wieder repariert und geht gleich mal schlafen. Ah, hier, schaut mal. Die Gießerei ist fertig. Grafikmäßig, es ist jetzt nicht das Hammer-Spiel, aber. Also von der Grafik. Aber ich finde es passend irgendwie. Also, mir gefällt es. Es ist stimmig, sagen wir mal. Kupferbarren. 4 Stück herstellen. Treibstoff. Ah, Auftragspriorität. Da kann man alles bei normal lassen. Müssen wir mal gucken, was wir dann hier als Treibstoff verwenden. Ja, wahrscheinlich Holz. Da werden die Kupferbarren hergestellt. Die benötigen wir dann zum Beispiel für die Steintruhen. Gewölbe und Behausungen. Mussten wir noch erforschen, oder? Ja, Behausung. Zwergische Handelsbeziehungen machen wir mal. Und Höhlenfischen. Ja, brauchen wir jetzt erstmal noch nicht erforschen, weil wir haben ja noch nirgendwo Wasser gefunden. Dann heben wir uns die Bergweisheiten mal noch auf. Arznei. Ja, auch wichtig. Dazu brauchen wir auch noch ein bisschen Handelsweisheiten. Wir müssen uns mal angucken, was diese einfache Laterne uns kostet. Die können wir in der kleinen Gießerei gar nicht herstellen. Seht ihr mal. Da brauchen wir anscheinend eine Schmiede. Denke ich mir. Wo bekommen wir denn eine Schmiede her? Kleine Schmiede hier unten. Oh Mann, da müssen wir sparen. 15 Bergweisheiten. Dann lasst uns mal sparen. Also, man bekommt halt durch Erkundung Bergweisheit und durch die Mission hier Bergweisheit. Kein Filter. Soll das aus Inventaren rausgenommen werden? Ja, von mir aus der Überwelt nehmen, ja. Gießerei abgeschlossen und brüllender Ofen begonnen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt eine Schmiede dann herstellen. Also was wollen wir denn hier rein in die erste Truhe? Was könnten wir da reinmachen?
Wollen wir auf alles lassen? Ja, kommt. Wir werden mal alle akzeptieren. Aber es soll nicht aus Inventaren rausgenommen werden. Das kann eigentlich hier in diesen Städten erstmal drin bleiben. Vom Boden aufheben? Ja, doch. Vom Boden auf jeden Fall aufheben. Aber die Inventare, da lassen wir das erstmal drin. Wir müssen noch weiter diese Steintruhen jetzt hier bauen. Dann erforschen wir halt, nein. Wir werden erstmal noch ein kleines Gewölbe bauen, damit wir hier mehr Schätze anhäufen können. Dazu werden wir, ja, ich würde sagen, die Treppe hier noch ein bisschen erweitern. Behausung, dazu brauchen wir dann Holz. Steintreppe. Granitbrocken, Granitblock. Granitblock haben wir, Granitbrocken. Keine Granitbrocken, kann das sein? Ja, brauchen Granitbrocken. Ebenfalls nochmal aus Inventaren bitte nicht rausnehmen. Ansonsten alles rein. Was habt ihr denn hier reingetan? Ach, hier stellt man die Prioritäten ein von den Gebäuden. Auch von den Truhen. Aha. Die hat man irgendwie blöde gesetzt, die Treppe anscheinend. So übereinander müsste es doch dann gehen, oder? Ja. Aha, man muss die so übereinander setzen. Dann funktioniert's. Und alles rein. Denn später können wir das nochmal alles umsortieren. Wachsen einfach solche Pilze. Mhm. Schön. Genau, bau die Treppe. Dann werden wir das Gewölbe. Ich würde sagen, wir bauen das Gewölbe hier nach rechts. Dann hier unten drunter dann die Behausung für unsere Zwerge. Ja. Und hier nach links könnten wir dann noch die Schmiede mit hinzimmern. Oder wir bauen die hier noch mit unten drunter. Müssen wir mal gucken. Kupferbarren. Stellt mal noch ein paar Kupferbarren her. Kleine Schmiede. Ja, machen wir. Wir werden aber erstmal uns um die Behausungen und um die Gewölbe kümmern. Arzneimangel? Was ist los? Ohne Arznei können unsere Zwerge sich nicht heilen. Bewusstlose Brüder nicht helfen. Kaufen in der Oberwelt Arznei oder stell sie in ein Lazarett her. Ziegelmauer wird angegriffen. Ach, das ist noch ungewohnt für mich. Man muss anscheinend auf das Auge klicken. Welche Ziegelmauer? Wir haben nur zwei. Also die nicht im Westen, sondern die im Osten, die Ziegelmauer. Ja, von einer Riesenratte. Was sind das für ein Vieh? Vor allem von der verkehrten Seite. Und wo ist die denn gekommen? Die soll die Viecher doch eigentlich aussperren.
Keine Chance gegen so einen Zwerg hier. Treppe ist fertig. Ja. Räume, kleine Gießerei, kleines Gewölbe, hatten wir gesagt, hier so nach rechts. Nicht, dass sie dann hier oben herunterplumpsen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber so müsste es eigentlich gehen. Könnte ja zur Not auch noch so setzen, oder wir gehen einfach noch ein Stück tiefer. Eine Treppe können wir ja noch, eine Steintreppe, eine tiefer bauen. Gehen wir auf Nummer sicher. Zu trinken habt ihr noch genügend da. Ich glaube, zu trinken stellt auch Gesundheit wieder her. Stellt Moral wieder her. Aha. Und die Tonnenhüte stellen Gesundheit her, oder wie? Stellt Hunger wieder her. Tja, die haben sogar Hunger. Energie. Moral. Gier. Das ist das Geld anscheinend, was die dann so hier abknapsen. Und das ist der Hunger. Aber wir haben von allen genügend da. Das ist übrigens hier die Ausrüstung. Großvaters Kupfervorschlaghammer. Also es ist halt alles nicht so berauschend. Sind halt die ganz einfachen Sachen. Beziehungen gibt es hier sogar und hier ist die Ausrüstung. Aha. Schön. Und er hat ein Upgrade. Der ist, hat sehr viel Weisheit. Also unsere Zwerge sind ganz schön schlau anscheinend. Er hat auch einen prächtigen Bart. Ja, dann geben wir denen auch noch mehr Weisheit. Aber Robustheit hat er auch ganz schön. Na komm, dann geben wir mal ein Robustheit hier. Sind sie wieder am Schlafen. Hier fehlt ein Granitblock. Zu fehlen wieder Granitklumpen. Man denkt immer, ach, stellt man mal 60 her, aber die sind eben nur aufgebraucht irgendwie. Weiß auch nicht. Es geht rucki zucki. Treibstoff. Ist im Moment noch genügend da. Sieht es hier mit der Fruchtbarkeit aus? Ja, die Fruchtbarkeit ist hoch. Granitblöcke! Stell doch mal Granitblöcke her. Wir werden das mal vorziehen, dass die Granitblöcke fertig werden. Da liefert einer oder eine. Ist die gute Height. Was baut die hier noch? Ach so, die baut unten die Treppe jetzt, ja. Okay, dann bauen wir das kleine Gewölbe hier hin. Fertig. Ist alles da, kann gebaut werden. Super. Die Truhen sind voll, schätze ich mal. Ja, so gut wie. Oh, Kohle gibt's hier. Ah. Anscheinend lag das hier auf dem Boden rum. Unsere Zwerge haben das jetzt alles schön eingesammelt. Wir werden hier noch mehr von diesen Truhen hinbauen.
Natürlich fehlen Granitklumpen. Was sonst, oder? Ich bin mal gespannt, um wie viel der Bergschatz dann hier bei so einem Gewölbe, um wie viel der Bergschatz pro Gewölbe erhöht werden kann. Das Maximum jetzt liegt so bei 5 Silber anscheinend. Ist das 5 Silber überhaupt? Eine Goldmünze gleich 100 Silbermünzen gleich 10.000 Kupfer. Gewölbe füllen 0%. Das ist auch neu, das gab's von einem halben Jahr noch nicht. Kleines Gewölbe. Selbst die wohlhabendsten und erfolgreichsten zwergischen Bergbaukolonien haben einmal klein angefangen. Ein kleines Gewölbe ist ein bescheidener, aber wichtiger Schritt auf den Weg zu diesen schwindelerregenden Höhen. Oder wohl eher Tiefen. In diesem Gebäude kann eine kleine Menge Gold sicher im Bergheim gelagert werden. Eine kleine Menge Gold. Maximal 5 Goldmünzen. Na, das ist aber eine ganze Menge. Das wird eine Weile dauern, ehe wir das zusammen haben. Können wir uns jetzt auf diese kleine Schmiede. Nein. Behausung. Jeder Zwerg braucht eine Behausung. Also es gibt keine Gemeinschaftsunterkünfte. Jedenfalls war das im Mai so. Tag und Nacht haben in den Tiefen des Bergheims keine Bedeutung. Aber dennoch benötigt jeder Zwerg einen Ort, um zu rasten, zu schlafen und einfach, um für sich zu sein. Also, die Teile waren riesengroß. Ist das immer noch so? Ja, ordentlich, naja, doch, ordentliche Größe. Ist das die Höhe hier? Ich glaube ja. Wir könnten es vielleicht sogar noch ein Stück weiter runtersetzen. Aber nein, es reicht genau aus. Da haben wir oben dann noch Platz. Genau ein Feld. Dann baut man so eine Behausung. Holz. Wir benötigen Holz, ja. Das war damals schon ein Problem. Ich glaube, das bekommen wir. Es ist relativ selten, dieses Holz. Man bekommt das manchmal hier aus solchen Schätzen oder solchen Loren. Wir können mal stöbern hier. Und wenn das jetzt hier aber nicht gefunden wird, vielleicht können wir es ja oben in der Oberwelt handeln. Können wir auch gleich mal nachgucken. Kaufe vendarisches Holz. Die Frage. Können wir dieses vendarische Holz als Bauholz benutzen? Ich kann es euch nicht sagen. Wir testen es einfach mal. Aber wir warten erstmal ab, bis sie hier gestöbert haben. Vielleicht gibt es ja hier auch dieses Holz für die Behausung. Schleim, Levelaufstieg, was ist das? Muss auch kämpfen gegen das hier. Kupferplatte. Hallo? Wieso stöberst du denn jetzt hier nie noch? Da gab es anscheinend kein Holz. Ne. Gut. Dann probieren wir es halt oben in Wurtorb. Kaufen wir einmal Holz. Ah. Gut zu wissen. Anscheinend ist es das, was wir benötigen. Es ist schweineteuer. Oh Mann, schaut mal, das kam jetzt knapp ein Silber, also kurz unter ein Silber. Und jetzt ist es schon auf 1,17 angewachsen. Wir brauchen zwei davon. Können ja auch gleich mal drei kaufen. Und schon haben wir nur noch 32 Kupfer. Wir brauchen die Schmiede, dass wir dann ein paar bessere Werkzeuge oder so an die Vendar, das Vendar-Königreich verkaufen können, an Wurtorb. Achtmal Bergweisheit. Hatten wir das schon freigeschalten, die Schmiede? Nö. Können wir gleich mal machen. So, Schmiede ist freigeschalten. Ihr seht jetzt hier, gerader Griff, Vorschlaghammerkopf, was man jetzt hier alles dann herstellen kann. Bessere Bergarbeiterspitzhacken und so weiter und so fort.
Schon cool gemacht. Jährliche Zusammenfassung. Ist anscheinend ein Jahr vergangen. Oder wie? Wer weiß. Erste Behausung ist bald fertig. Ja, das kleine Gewölbe. Das wird ewig dauern, weil man gibt ja auch, ihr habt es ja gesehen, relativ viel Geld für dieses Holz aus. Also jetzt im Moment, da wir hier unten nicht wirklich viel Holz haben. Arbeiten die? Nichts zu tun. Ach, Sozialleben. Aha, und der schläft. Jetzt können wir die Behausung zuweisen, genau. Wir geben es der guten Hyde, weil die einfach schon Level 14 hat. Ah, sie hat auch die Taschen voll. Zuweisen. Dann kann sie jetzt ihre Taschen leeren und diese Behausung einziehen. Dann würde ich sagen, lass mal so einen kleinen Durchgang hier und bauen dann die nächste Behausung hier daneben. Bevor wir das aber machen, werden wir noch diese kleine Schmiede bauen. Ich denke, ja doch. Hier unter die Gießerei bauen wir die Schmiede. Dazu brauchen wir eine Steintreppe wieder. Ja. Machen wir so. Ziegelmauer wird angegriffen. Diesmal direkt aufs Auge. Und dann kämpft mal gegen diese grünen Schleime. Vorwärts, nieder mit dem Schleim. Und die haben ganz schön ins Gesicht bekommen. Also der, unser kleiner Zwerg da. Müssen wir aufpassen. Wir haben im Moment nichts mehr, um die zu heilen, oder? Das ist alles aufgebraucht. Ja. Großmutter-Laterne. Gegenstand ausrüsten. Aha. Ja, das sind aber alle Slots belegt, oder? Ich weiß, Arzneimangel. Was brauchen denn am meisten noch? Im Moment eigentlich ganz gut gefüllt hier alles. Granitsäulen könnt ihr herstellen, die verkaufen wir dann in der Oberwelt. Hier könnt ihr noch ein bisschen Kupferborn herstellen. Und hier bauen wir jetzt diese kleine Schmiede hinein. Da ist er. 4 Kupferborn werden benötigt. Ach, du grüne Neune. Schaut mal, eine kleine Schmiede. Alles klar. Dann bauen wir gleich mal noch eine Treppe. Ein Stückchen weiter tiefer hier rein. Hier gibt's Kupfer. Genau, bau erstmal die Treppe. Wir brauchen die kleine Schmiede. Die gute Hyde ist wieder ein Level gestiegen. Leidenschaftlicher Schmied kann sie werden. Oder Runenweisheit. Ich glaube, da gibt es dann auch Räume, wo man irgendwas erforschen kann. Oder irgendwas, ja, Arkanistenmäßiges herstellen kann.
Robustheit plus 1. Sie hat schon 8. Hier würdest du mal die Weisheit steigern. Das bringt ja irgendwie nicht so wirklich viel. Wir könnten das machen. Leidenschaftlicher Schmied. Sie wird unsere Schmiedin. Kleine Schmiede. Ganz kleine Schmiede. Bau die mal hier rein. Ich will gar nicht wissen, wie dann die große Schmiede ausschaut. Wahnsinn. Granitklumpen fehlen, was sonst? Und wir verkaufen mal Granitklumpen, ja doch. Hallo? Wieso geht hier keiner hin? Jetzt. Ja. Dann werden wir ein paar Granitsäulen verkaufen. Oh, schaut mal, die wollen noch anderes Zeug haben. Der Holzhandel. Kaufe 3 von 5 inventarisches Holz. Ja, dazu brauchen wir erstmal Geld. Rollender Stein. Granitklumpen liefern und Granitblöcke. 7 Granitklumpen, 3 Granitblöcke. 7 Granitklumpen. 7 Granitklumpen, 3 Granitblöcke. Und 7 Granitklumpen. Hallo? Granitklumpen? Die werden, glaube ich, gerade hergestellt, oder? Ja. Granitklumpen, 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo? 8. Jetzt. 7. Dann müsste die Mission abgeschlossen sein. Wir müssen nur mal nachschauen. Mussten wir die jetzt annehmen? Ne, die läuft automatisch. Ah ne, doch, wir müssen die annehmen. Aha. Das läuft automatisch, wenn man etwas kauft. Das muss man nicht annehmen anscheinend, aber das muss man annehmen hier. Beschleunigte Expedition, da müssen wir erstmal gucken, was wir dafür brauchen, für die einfache Laterne. Schmiede ist jetzt fertig. Einfache Laterne, können wir die herstellen? Ja, können wir. 2 Kupferbarren haben wir. Dann stellt die mal her. Eine einfache Laterne, bitte. Die Mission nehmen wir an. Sehr gut. Ferne Lande abgeschlossen. Sehr schön. Höhlenmissionen werden weniger. 10 von 10 grünen Schleim haben wir auch schon getötet. Ah, läuft doch alles. Ein Schmiedehammer sollen wir herstellen. Was brauchen wir denn dafür? Vorschlaghammerkopf. Ja, da brauchen wir Eisen für. Seht ihr das? Einmal Eisenbaum. Haben wir im Moment meines Erachtens noch nicht, oder? Ich glaube, wir haben noch kein Eisen entdeckt. Das ist auch Kupfer. Kohle. Oh, hier oben, oder? Nein, das ist Silber. Wir haben noch nirgends Eisen entdeckt. Gibt es nur Kupfer? Ebenfalls Kupfer. Bisschen blöd. Wie machen wir das? Wir könnten uns hier nach oben noch bauen. Geht schon noch ein Stück nach oben. Oder wir erkunden weiter die Tiefen des Berges. Hier nach Osten ist es dann zu Ende. Und hier im Westen ist es auch zu Ende. Oh, schaut mal. Hier gibt es Wasser. Kupferplatte. Scheibenkleister, wir haben echt kein Eisen. Kommen wir da erstmal nicht weiter. Rollender Stein abgeschlossen. Die haben alle zu tun. Er ist eine Stufe hochgegangen. Wir könnten natürlich auch weiter erstmal uns hier Behausung bauen, dass jeder Zwerg
wenigstens eine Behausung hat. Wissen ist verfügbar, ja, das Wissen verfügbar ist. Zwergenbotschaft begonnen. Die jüngsten Entwicklungen haben das Bergheim vor eine neue Aufgabe gestellt. Zwergenbotschaft. Lasst uns nicht zögern, diese wichtige Mission abzuschließen. Was ist das denn? Nicht sicher. Vom Splitter und vom Balkon beschleunigte Expedition ist abgeschlossen. Sehr schön. Das war das mit der Laterne. Oh, wir haben eine neue Stadt hier anscheinend oben kennengelernt. Müssen wir uns mal angucken. Die Oberwelt. Das sind wir hier, unser Berg. Das ist Wortorb und hier oben Impul. Die brauchen 3 Eisenträger und 10 Granitblöcke. Grabmohn und Gelee-Kuchen. Dazu brauchen wir, glaube ich, eine Küche. Naja. Das Problem ist, können wir ja beides noch nicht nehmen, weil wir können es nicht herstellen, weil uns einfach das Eisen fehlt. Was können wir denn kaufen von denen? Honig und Hühnereier. Und von Torp hat was für Mission? 3 vendarisches Holz kaufen. Ihr seid uns zu teuer. Ja, der Preis ist wieder ein bisschen gesunken. In von Torp herrscht momentan eine hohe Nachfrage nach vendarisches Holz. Ja, klasse. Aber wir haben ja einiges an Holz gekauft. Wir könnten halt versuchen, mit denen jetzt hier noch zu verhandeln, Granitsäulen haben wir einige. 32 bekommen wir hier an Kupfer und hier bekommen wir 27. Ja, dann verkaufen wir es lieber hier. Kauft doch mal 20 Granitsäulen. Dann haben wir wieder ordentlich Geld. Ja, wissen wir, dass Wissen verfügbar ist. Zwergen ohne Behausung. Das ist die kleine Schmiede. Die Behausung wollten wir hier noch dran setzen. Treppen müssen wir auch noch weiter hineinbauen in den Berg. Wenn die Treppe hier oben fertig ist, dann wird das hier unten wegfallen, dass da jetzt keine Zwerge hinkommen. Muss halt erstmal diese obere Treppe gebaut werden. Wie sieht es mit Wasser aus? Könnte auch mal wieder hergestellt werden. Zuckerrüben stellt Hunger wieder her. Knochenasche. Benötigt 2x Knochen. Wir produzieren erstmal weiter Wasser. Äxte für die Mühle. Hestingdon. Aha, Äxte für die Mühle. Holzfäller-Axt. Brauchen wir da auch Eisen? Wir können doch gar keine Äxte herstellen, oder? Schmiedehammer. Spitzhacken. Kopf. Dazu brauchen wir alles Eisen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Flaschenhals. Wir benötigen Eisen, um hier weiterzukommen. Aber wir haben auch so genügend zu tun. Mit Behausung bauen. Mit Arzneimittel eigentlich mal herstellen. Das könnten wir auch noch in Angriff nehmen. Höhlenfischen könnten wir auch machen. Das Kochen brauchen wir auch. Aber hier Arzneimittel hatten wir gesagt. Dazu brauchen wir 10 Bergweisheit. Das werden wir als nächstes machen, die Arznei. Also eine Bergweisheit fehlt uns halt noch. Die bekommen wir jetzt hier aber durch die Höhlenmission nicht abgedeckt. Handelsweisheit bekommen wir hier. Das nutzt uns aber nichts. Wir brauchen Bergweisheit. Bedeutet, wir müssen den Berg weiter erkunden und hier einfach entweder noch mehr
an unsere kleine Bergbaukolonie dran bauen oder wir sagen, erkundet einfach mal ein bisschen was. Greift man die Saphirkrabbe hier an. Und hier in die Richtung könntet ihr noch ein bisschen erkunden. Wir müssen auch hier oben erkunden. Dazu müssten wir aber eine Treppe hier hochbauen. Ist der fruchtbare Boden im Weg. Dann bauen wir hier einfach die Treppe hoch. Oder? Doch, machen wir so. Ja. Wir werden angegriffen. Wo? Achso, die Saphirkrabbe. Ja, die ist schon down. Das ging schnell. Was ist denn los? Kommst du nicht mehr rüber? Doch, doch. Der erkundet jetzt noch die kaputte Lore. Flog das jetzt ins Wasser? Ach, ihr ollen Zwerge. Ich guck bloß nochmal. Kann doch nicht sein, dass wir hier nirgends Eisen haben. Alles Kupfer. Kupfer und Silber. Silber ist ja schön. Kohle haben wir auch genügend, aber halt leider kein Eis. Geben wir Spalse, weil den seine Taschen sind auch schon voll. Und dann passt hier auf jeden Fall noch ein dritte Behausung rein. Aber unbedingt hätten wir diesen Durchgang gar nicht machen müssen. Wir hätten die, glaube ich, auch nebeneinander setzen können. Nun gut. Granitblöcke fehlen. Stellt ein paar her. Granitbrocken und Granitblöcke. Granitbrocken fehlen auch. Granitklumpen. Alles fehlt hier. Mann, 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 Mann. Hatten wir das eigentlich gekauft? Ne, noch nie. Ja, dann kauft das mal. Zwei noch. Dann haben wir die Mission halt abgeschlossen. Holzhandel abgeschlossen. Sehr schön. Hier bauen wir die Treppe nach oben. Steintreppe. Wir sollten hier mal die höchste Priorität ranballern, dass das hier auch gemacht wird. Das Wasser, ja, muss jetzt nicht die höchste Priorität haben. So. Ja, läuft doch alles. Ihr sagt Bescheid, oder? Wenn ihr irgendwo Eisen seht. Die Tonnenhutpilze sind auch wieder schön fertig. Unmengen an Kohle, was hier in den Truhen ist. Könnten wir auch noch eine neue Truhe gebrauchen.
ohne Ende zu tun in dem Game. Hier fehlt es an Granitbrocken. Das wurde alles geliefert, beziehungsweise ist schon da. Hier fehlt es an Granitklumpen. Granitklumpen, das muss doch mal ausreichen. Was macht ihr denn mit dem Steinzeug? Mampft ihr das in euch rein oder was? Die haben jetzt erstmal genügend zu tun. Irgendwie konnte man auch hier Zwerge rekrutieren. Aha, schaut mal hier, der große Eingang. Hier draufklicken. Dann kann man sich einen Zwerg aussuchen. 3 von 5, wir können noch 2 Zwerge uns leisten. Souveränität eines Bergheims ist ein Maß dafür, wie viele Zwerge es befehligen kann. 1,33. Arngard Tuffblock. Hässlich, dröhnendes Lachen. Schneider. Schneider gibt's auch. Aha. Heiler. Bergarbeiter. Das ist, glaube ich, für einen Zwerg immer gut. Nehmen wir den. Oh, die werden dann ja auch teurer. Also der ist bedeutend teurer als die Arngard. Dann heuern wir mal den guten Sigderf Little Liltjern an. Der braucht natürlich eine neue Behausung auch. Ja. Da kommt er. Dazu muss aber erstmal die Steintreppe ja fertig werden. Und die muss auch fertig werden. Und hier, die Tonnenhüte müssen angepflanzt werden. Ohne Ende zu tun, Leute. Aber es macht Spaß. Einmal Bergweisheit bitte noch, dass wir das hier freischalten können. Die Arznei-Sache. Ich baue das hier mal ein bisschen ab. Dann müsste man eigentlich noch einmal Bergweisheit dazu bekommen. Hoffe ich mal. Wir haben einen Zwerg mehr. Kommt schon. Seht ihr, jetzt wird die Treppe hier unten auch gebaut. Behausung zuweisen. Der Neue bekommt es erstmal noch nicht. Erstmal die Unhild hier. So. Neues Level 4. Die anderen, da können wir auch schon wieder die befördern. Ich hoffe, wir bekommen jetzt noch die 10. Bergweisheit hier dazu. So, dass wir dann das Lazarett noch bauen können. Ja, was? Eine Krotte gefunden? Schön, da gab es aber ordentlich dazu. Sieht aber schön aus, oder? Schick. Mal einen Screenshot gemacht. Ist das Eisen? Nein. Gibt es hier irgendwo Eisen? Muss doch irgendwo Eisen geben. Kann da nicht sein hier. Kohle. Nix Eisen. Kupfer. Scheibenkleister. Wieder kein Eisen. Riesenkräuter gefunden. Haufen Bergweisheit dazu bekommen. Aber leider kein Eisen. Auf der Suche nach Eisen, Leute. Wir könnten hier die Grotten noch erforschen. Wenn wir hier so einen Gang reinbauen, dann werden wir hier aber auch noch eine Ziegelmauer wahrscheinlich hinzimmern müssen. Mal gucken, buddeln wir uns hier so durch. Ne, wartet mal, wie macht man das wieder weg hier? Hier. Sehr schön. Das wird noch abgebaut. Bergweisheit, hatten wir gesagt, holen wir uns das hier, Arznei, und können jetzt das Lazarett bauen.
bauen wir das hin? Am liebsten würde ich hier oben auch noch was hinbauen. So bräuchten, müssen wir die Treppe hier noch erweitern. Wenn wir das eher gewusst hätten, wenn wir die Treppe hier erweitern, dann hätten wir die Treppe vielleicht gar nicht hinbauen müssen. Wisst ihr, wie ich meine? Na gut. Natürlich fehlen Granitblöcke, was sonst? Dann werden sicherlich Granitklumpen irgendwann fehlen. 100 Pro. Das Lazarett schauen wir uns mal noch an hier. Wo ist es? Da. Oh, ein Träger brauchen wir da. Scheibengleister. Dazu brauchen wir Eisen. Oho, ein Goblin. Steht sogar detailliert da, was der hat. Nahkampfangriff 25, Schlagschaden 25. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das stand bei den anderen Gegnern bestimmt auch da. Naja, wir müssen Eisen suchen, Leute. Eisen suchen, hier noch eine Behausung hinzimmern, beziehungsweise unten drunter wollten wir noch eine Behausung hinzimmern. Machen wir so. Machen wir halt nicht mitten in die Treppe reinbauen. So, würde ich sagen, ja. Bauen wir hier noch eine schöne Behausung für unseren vierten Zwerg hin. Die Truhe, da müssen wir einen Filter noch freischalten. Inventar, sollt ihr nichts rausnehmen. So, fertig ist die Laube. Nächste Truhe steht. Unser Bergheim. Unsere Bergbaukolonie wächst und gedeiht, Freunde der Nacht. Überall haben die Zwerge zu tun, man hört sie hämmern. Wir können wieder drei neue Zwerge upgraden. Man hat zu tun ohne Ende. Wir müssen Eisen suchen und das würden wir jetzt auch weitermachen, wenn denn das Angespielt hier nicht zu Ende wäre. Es macht gerade extrem viel Spaß, also mir jedenfalls, auf der Suche nach Eisen zwar, aber man kann ja trotz alledem immer wieder noch Räume bauen, die man halt benötigt, wie zum Beispiel diese Behausung. Und dann später, wenn wir dann das Eisen entdeckt haben, ebenfalls auch das Lazarett, um unsere Wunden zu versorgen. Also es gibt unendlich viel zu entdecken. Auch die Oberwelt muss natürlich weiter erkundet werden. Aber dazu brauchen wir auch weiter Eisen, um mit den Leuten da oben zu handeln. Also wir müssten halt jetzt massiv auf Eisensuche gehen. Mir macht das Spiel richtig viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck hier über Hammerthing vermitteln. Und schaut doch einfach selbst mal rein. Guckt es euch an. Mir macht's Spaß. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Stardom zockt einen angespielt oder einen Let's Play. Tobt euch mal ein bisschen aus bei mir auf dem Kanal. Vielleicht findet ihr ein passendes Let's Play, was euch gefällt. Guckt es euch an. Und wir sehen uns, hören uns wieder. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.